Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinen Top 10 New Species Mods. Es sind ja mittlerweile echt viele neue Spezies durch Mods in das Spiel gekommen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal eine Liste von allen Mods, die es bisher gibt. Und die, die ich am besten finde halt. Top 10. Irgendwie ein bisschen komisch erklärt. Aber hier haben wir auf Platz 10 den Caprosuchus. Das hier ist sogar ein Albino. Der hat richtig, richtig viele Skins. Und auch sehr viele verschiedene Skins. Der sieht echt gut aus. Bewegt sich auch gut. Er dürfte eigentlich das Skelett von dem Dimetrodon benutzen, wenn mich nicht alles täuscht. Der taucht sogar voll ab da im Wasser. Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Das sieht ja richtig cool aus. Sieht so fast aus, als wenn er schwimmt. Weil er so flach ist. Okay, jetzt gefällt mir die Mod noch deutlich besser. Sieht halt echt fast so aus vom Weiten, als ob der schwimmt. Und dann taucht er hier so auf. Und hier sehen wir jetzt auch mal sozialisieren. Und legen sich so schön aufeinander und machen ein kleines Nickerchen. Und dann hat der untere keinen Bock mehr. Und tritt dem einen aufs Gesicht. Oh, guck mal, der rennt jetzt gerade ganz fix zum Futter. Ich glaube, der hat Hunger. Ich spule mal ein bisschen vor, der müsste da gleich eigentlich hingehen. Der trinkt da gerade. Ja, der geht zum Futter hin, das ist perfekt. Aber ihr seht schon, die Animationen funktionieren alle sehr, sehr gut bei dem Model. Natürlich solche Kampfanimationen und sowas, die funktionieren leider nicht. Das ist ja immer der Fall bei New Species Mods, leider. Ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen, wie viele Skins der hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Das kommt halt auch noch dazu. Ich kann euch die halt auch jetzt gar nicht alle zeigen. Also man hat halt einmal die normalen Hautfarben und die normalen Muster. Das kann man ja sowieso schon dann zu vielen Kombinationen machen. Und dann seht ihr ja schon, wie viele hier noch sind an vorgefertigten Skins. Und auf Platz 9 von meinen Lieblings-New Species Mods haben wir das Megatherium. Ein riesiges Urzeitfaultier. Das mag ich tatsächlich sehr gerne, weil es so was Besonderes ist. Sieht halt ganz, ganz anders aus als alle anderen Spezies im Spiel. Vom Model her ist es leider nicht perfekt und auch die Animationen sehen nicht perfekt aus. Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Wenn man dann so ein Säugetierpark oder sowas baut, kann man den auf jeden Fall gut mit unterbringen. Bewegt sich auch so richtig schön träge, wie man sich ein Faultier halt vorstellt. Oh, guckt sie euch mal an, die Süßen. Das war doch gar nicht mal so schlecht von der Animation her. Was fressen die eigentlich? Das würde mich mal interessieren gerade. Nüssebaum. Ja gut, dafür können wir mal eben schnell sorgen, dass wir die dann auch mal essen sehen. Ein paar Bäumchen brauchen wir jetzt schon. Und dann sollten die da eigentlich gleich hingehen. Oh, guck mal, wie schön er hier angelaufen kommt. Und dann grasen sie da so ein bisschen. Dauert halt alles ewig. Den spule ich mal noch ein bisschen vor. Oh, der geht hier gar nicht fressen, oder was? Na, ihr habt ja das Fressen gesehen bei dem hinteren. Der andere läuft hier so ein bisschen rum. Ein kleiner Manko an dem Megatherium ist leider, dass der nicht viele Skins hat. Oder beziehungsweise gar kein Skin. Hier seht ihr den. Der hat zwar hier Auswahlmöglichkeiten. Einige. Aber die ändern nichts. Also der kommt immer so raus, wie er jetzt hier auch bei mir zu sehen ist. Egal, welchen Skin man da auswählt.
Und auf Platz 8 haben wir den Ultimasaurus. Einen Hybriden aus ganz, ganz vielen Dinosauriern. Zum Beispiel Triceratops, Ankylosaurus und. T-Rex. Ich weiß gar nicht, was da noch sonst alles drin steckt. Der sieht auf jeden Fall heftig aus und der hat richtig coole Skins. Die können wir uns gleich auch mal angucken eben. Ich weiß gar nicht, sozialisieren ist wahrscheinlich gar nicht drin bei dem. Jetzt will ich nochmal schnell einen weiteren freilassen. Ich zeige euch erstmal die Skins. Also ihr seht hier, die Farbauswahl ist wirklich insane. Hier gibt es auch ein paar vorgefertigte. Natürlich gibt es dann auch noch Muster. Auch so viele. Jetzt geht er hier mal fressen. Ah, der sieht schon cool aus. Ich lasse jetzt noch einen weiteren frei. Dann können wir das nämlich gleich mit Sozialisieren testen. Ja, mal gucken, ob die sich gleich sozialisieren. Oh, kämpfen die jetzt? Nee, das war sozialisieren. Okay. Das sah fast so aus, als wenn die jetzt gleich einen Fight starten. Und auf Platz 7 haben wir einen kleineren Fleischfresser. Mit einem sehr markanten Höcker, sage ich mal, auf dem Rücken. Nämlich den Konkavenator. Den finde ich auch richtig cool. Und auch das Model und die ganze Mod funktioniert sehr, sehr gut. Viele verschiedene Skins. Sehr hochauflösend. Und auch die Animationen funktionieren gut. Das hier ist zum Beispiel das Fressen. Jetzt ist ein bisschen auf der Stelle gelaufen, jetzt wo ich es gesagt habe. Aber der kratzt dann teilweise auch das Futter darunter, das finde ich auch echt cool. Jetzt beobachtet er sogar den anderen noch beim Fressen. Und das war jetzt die Sozialisieren-Animation. Ja, ein cooler, ich sag mal kleiner Fleischfresser, der im Spiel wirklich noch fehlt. Und deswegen ist die Mod natürlich umso besser. Und auf Platz 6 haben wir ein weiteres Säugetier. Das ist das kolumbianische Mammut. Bei dem muss ich schon mal sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass es kein Mammut ist mit Pelz. Das hätte ich dann noch mal ein bisschen mehr gefeiert. Aber ist trotzdem cool, ne? Ist natürlich wieder was ganz Besonderes. Ist halt kein Dino. Und ich finde halt Spezies, die so komplett anders sind, meistens immer sehr interessant. Und auch dieser sieht echt cool aus, wenn der so durch den Schnee läuft. Passt wirklich gut ins Spiel. Natürlich auch sehr träge und benutzt leider seinen Rüssel nicht so, wie es halt sein sollte. Das ist natürlich schwer hinzubekommen. Wäre cool, wenn er daraus trinken würde und sowas. Na, trinken sieht zum Beispiel so aus. Also geht so ein bisschen runter. Der Rüssel ist dann leider so nach hinten gebogen. Wäre natürlich cool, wenn der dann hier im Wasser hängen würde. Dann wird das schon nicht schlecht aussehen. Aber ich finde, die fügen sich wirklich gut ins Spiel. Leider gibt es ja auch wieder nur diesen einen Skin, den ihr hier gerade sehen könnt. Vielleicht sehen wir jetzt sozialisieren. Guck mal ein bisschen vor, weil die ja so langsam sind. Oh, perfekt. Sehen wir halt wirklich.
Das war halt wirklich sozialisieren, okay. Die laufen nur nebeneinander her. Und das war's dann. Ja, beim Fressen steht er leider auch nur still. Also da passiert auch nicht viel. Aber guck mal, er legt sich wenigstens richtig hin, wenn er schlafen möchte. Weil hier auch die Beine ein bisschen komisch aussehen, muss man sagen. Und auch, dass die Stoßzähne so in den Boden versinken, ist nicht so schön. Also an den Animationen scheitert es hier natürlich leider noch ein bisschen. Aber das ist halt auch immer so, wenn die Lebewesen immer eine komplett andere Körperform haben. Weil das ist ja gar nicht wie so ein Dinosaurier mit dem Rüssel und den Stoßzähnen und sowas. Und auf Platz 5 ist ein ganzes Spezies-Paket. Nämlich sind das die Hybriden aus Jurassic World Evolution 1, die es nicht im Spiel gibt, von den Dr. Wu DLC. Das hier ist zum Beispiel der Ankylodocus. Ich spule mal ein bisschen vor, sonst dauert es lange, bis er da rauskommt. Eine Mischung aus Ankylosaurus und Diplodocus. So ein Sauropode mit einer Keule hinten und ganz vielen Stacheln. Aber das war noch nicht alles, denn es gibt auch noch den Stegoceratops. Logischerweise eine Mischung aus Stegosaurus und Triceratops. Riesige Hörner. Dann hinten diese Platten und auch die Stacheln am Schweifende. Finde ich auch echt cool. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Spinoraptor. Also ein Raptor gemischt mit Spinosaurus. Aber die sind auch alle sehr hochauflösend und funktionieren auch sehr gut von den Animationen. Das sieht schon cool aus. Also die habe ich auch sehr vermisst im Spiel. Und ich habe mich mega darüber gefreut, als dann irgendwann diese Mod gekommen ist und die dann auch im Spiel hat. Die Animationen sind logischerweise dann hier von dem Diplodocus, hier von dem Triceratops und hier vermutlich von den Raptor oder so. Könnte auch Herrera sein, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube ja Raptor. Dementsprechend gut funktionieren die natürlich. Hier seht ihr die Spinoraptoren nochmal fressen. Ah, sieht alles super aus. Oh, guck mal, sogar wenn der sich hinlegt, sieht das cool aus. Könnten ja den hier auch nochmal eben schnell mal schlafen lassen. Boah, diese Hörner, da sind aber auch so insane lang. Das ist schon ziemlich krass. Aber das hier ist auch ein Gigant. Ein riesiger Sauropode. Das ist der Argentinosaurus. Der ist wirklich so mächtig. Guck mal an, wie groß der ist. Ich kann ihn einmal kurz neben den Heli machen. Oder neben Menschen. Oder in Menschen spawnen. Das wäre bestimmt auch lustig. Die Armen. So, packen wir wieder hier rüber. Der ist wirklich riesig und ich feiere den. Der hat auch ganz, ganz tolle Skins. Können ja noch mal ein paar mehr spawnen, weil die kann man immer nur einzeln freilassen, weil die so groß sind. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier noch mal rein und dann können wir hier auch noch mal, da ist er, die Skins ein bisschen durchgehen. Da gibt es auch viele, viele verschiedene Farben. Die kann man dann natürlich auch noch mal wieder kombinieren mit verschiedenen Pattern. Denn dann sehe ich dann so ein bisschen die Stacheln. Schon haben wir eine Herde davon. Das ist auf jeden Fall meine Lieblings-Sauropoden-Mod. Boah, guckt mal. Das ist nicht schön.
So ein cooler Saurier. Sieht bestimmt auch cool aus, wenn der sich schlafen legt oder irgendwie trinken geht oder sowas. Weil der ist gerade noch in der Animation, deswegen kann ich ihn nicht bewegen. So, wir lassen ihn jetzt einfach mal sich schlafen legen. Und dann lassen wir den hier einfach mal trinken. Los geht's. Guck mal, wie weit der runter muss mit dem Hals. Okay, er geht sogar ein bisschen sehr tief rein. Aber es liegt auch wahrscheinlich ein bisschen daran, dass der zu weit hinten steht. Normalerweise steht der so. Ja, guck mal, jetzt ist auch perfekt. Und im Hintergrund legt er sich gerade hin, ganz gemächlich. Ja, die funktioniert auch super, die Mod von den Animationen. Sieht richtig toll aus. Deswegen auch ein verdienter Platz 4. Und auf Platz 3 haben wir den Megalania. Eine riesige Urzeitechse. Und die ist auch richtig hochauflösend und cool. Man sieht jede einzelne Schuppe. Und auch die Bewegungen sehen super aus. Coole Skins hat der natürlich auch. Der rote sieht eigentlich ziemlich cool aus. Sieht schon bedrohlich aus. Der hat auch einige vorgefertigte Skins. Die können wir uns auch mal eben schnell angucken, würde ich sagen. Da müssen wir, glaube ich, einmal zu den Fleischfressern, ne? Ja, da haben wir den. Oh, scheuchen die sich gerade? Was ist jetzt denn los? Oha. Oder fliegt ein Stein? Was passiert denn hier? Hier ist noch ein Stein am Fliegen. Ist ja perfekt hier. Ich wollte nur die Skins schauen. So, wir machen das mal eben schnell. Genau, da gibt es natürlich dann wieder viele Farben, die man selber einfärben kann bei dem Megalania. Also die Hautfarben, so kann man anpassen. Natürlich dann auch nochmal die Patternfarbe. Das ist hinten hier die Farbe am Schweif zum Beispiel. Aber es gibt auch noch ein paar vorgefertigte Skins. Die können wir uns auch mal schnell angucken. Gibt es einmal den hier. Dann gibt es den hier. Und den hier. Der ist so relativ natürlich. Wie so eine ganz normale Echse. Finde ich auch cool, dass man so eine Option hat. Das Model ist echt super, auch von den Bewegungen. Animationen sind wieder die vom Dimetrodon. Die hatten wir ja gerade schon beim Carposuchus gesehen. Aber funktioniert hier auch wieder einwandfrei. Oha, die Fische. Geil. Auf Platz 2 haben wir ein Lagunenlebewesen. Ein gigantisches Urzeitkrokodil. Das ist wirklich sehr gigantisch. Das ist der Porosaurus. Eigentlich heißt der Porosuchus, oder nicht? Porosuchus, dachte ich. Bin mir gerade nicht sicher. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Der ist aber wirklich gigantisch. Also ich glaube, man sieht das ganz schon ganz gut, wie groß der ist. Wenn ihr wollt, kann ich mal eben einen Moser daneben platzieren. Der dürfte ungefähr genauso groß sein, schätze ich mal ungefähr. Ist sogar ein bisschen größer, oder? Naja, kommt schon hin. Die sind schon sehr identisch. Ich gucke einfach mal eben schnell bei der Mod-Seite nach, nebenbei. Während ihr den tauchen seht. Porus. Finde ich ihn nicht, oder was? Da. Purosaurus heißt der halt wirklich. Oh. Ups. Ja, dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Ich hätte es auch einfach googeln können. Also Purosaurus, entschuldige. Entschuldigt, Leute. Ihr habt wahrscheinlich schon gemeckert in den Kommentaren. Ja, ist ein Riesenkrokodil. Das Problem ist natürlich an den New Species, dass die Animationen nicht richtig funktionieren. Auch wenn der zum Beispiel Fische jagt oder so, das geht leider nicht. Ihr seht den jetzt jagen. Das ist halt das Problem mit den Animationen. Er schwimmt halt nicht richtig rein, beißt dann zu und dann teleportiert er sich. Das ist echt schade, dass das so ist. Oh, er schwimmt hier sogar in die Wand rein. Oh.
Und auf Platz 1 haben sich bestimmt schon viele gedacht. Das ist der riesige Urzeithai Megalodon. Ist meiner Meinung nach immer noch die beste New Species Mod. Schade, dass es den noch nicht so im Spiel gibt. Wird sich auch schon so viel gewünscht. Es sieht echt cool aus, sogar dass er so mit der Rückenflosse so aus dem Wasser rausschwimmt. Der hat auch mehrere verschiedene Skins mittlerweile. Ich glaube, das war am Anfang gar nicht so, oder? Bin mir da gar nicht sicher. Aber ich habe mir die vorhin mal angeguckt. Da sind auch schon einige Kombinationsmöglichkeiten möglich. Also hier kann man auch wieder die Hautfarbe anpassen. Zum Beispiel rot. Und dann auch oben die Streifen. Aber leider ist es auch hier so, dass die Animationen nicht funktionieren. Das ist halt, wie gesagt, bei allen New Species Mods so. Es sind immer nur bestimmte Animationen, die funktionieren. Aber wir gucken uns jetzt mal hier diese Animation an, wie der Hai den Hai frisst. Das wird, glaube ich, nämlich nichts. Wobei es gerade echt gut aussieht. Also er führt auf jeden Fall die Bewegung gut aus, aber er zieht halt den Hai nicht richtig runter. Und es macht auch keine Wasserspritzer oder sowas. Dadurch ist es halt leider nur halb so cool. Und das waren meine Top 10 New Species Mods, die es aktuell für Jurassic World Evolution 2 gibt. Ihr könnt ja mal eure Lieblingsmod von diesen 10 in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Ich verlinke euch natürlich alle Mods unten in der Videobeschreibung. Und würde mich jetzt selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.